Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow bei Power TV. Willkommen zur 5-Euro-Überraschungsshow. Heute haben wir wieder eine halbe Stunde lang Produkte, die alle nur 5 Euro kosten für Sie. Wir wissen nicht, was kommt. Sie wissen nicht, was kommt. Das macht den Reiz aus hier. Es ist eine Überraschungsshow. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist die Diana. Und Sie dürfen jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Ich sage natürlich nicht Diana, sondern es ist Monika, die uns die Sachen bringt und auch weiß, was kommt. Wir legen sofort los und gehen im Sausetempo durch unser Sortiment. Und wir merken, bei so vielen hübschen Frauen ist Ingo komplett verwirrt. Dankeschön. Lassen Sie sich nicht verwirren. Danke, wenn Diana. Ihnen etwas gefällt, dann bestellen Sie es auch. Und wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt auch bis zu 5-mal bestellen. Was haben wir denn? Wo fangen wir an? Coole Sonnenbrille. Jetzt gehen wir dann fesch los hier. Geht vor allem cool los. Das ist unser Zweier-Set von Sonnenbrillen. Das ist ein Zweier-Set. Ein Zweier-Set für 5 Euro. Du kannst den Partnerlook gehen. Das ist ja Unisex, oder? Komm, jetzt zieht mal jeder eine auf. Machen wir eine auf. Police Brothers and Sisters. Guck mal. Schauen Sie mal diese coole Pearl-Familie hier auf den Stühlen an. Weißt du, so cool können sie auch aussehen. Weißt du, was mich richtig ärgert? Wir können das gleiche anhaben. Du bist immer noch hübscher als ich. Woran liegt das nur? Du musst ein Kleid anziehen rein. Du, aber ich fühle mich wohl mit der Brille, muss ich jetzt mal sagen. Sie steht euch auch richtig gut, muss ich sagen. Coole Form. Aber auch, Alter. Total. Das ist eine mega schöne Form. Ja. Und irgendwie ist es so besonders auch vom Glas her, finde ich. Ne? Das schimmert so ein bisschen bläulich, finde ich. Sieht absolut super aus. Also ihr seht alle drei toll aus. Und ist für mich ein bisschen retro. Also ich habe jetzt sofort, gerade bei der Größe, habe ich Grace Kelly. Ja. Kennt ihr die noch? Grazia Patrizia von Monaco. Die hatte als solche Brillen auf oder Doris Day. Aber ich finde, die sehen super aus. Ja. Und man sieht auch gut damit. Also natürlich, bitte, ich gehe aus dem Bild. Ich weiß, Merve ist hübscher als ich. Aber Männer dürfen solche Sonnenbrillen tragen. Und es ist ein Zweierset, da kann man auch mal die Sonnenbrille, die Zusammengehörigkeit ausdrücken. Ja. Also definitiv Unisex hier. Ich finde es aber immer gut, auch so ein paar Sonnenbrillen parat zu haben. Vor allem jetzt für 5 Euro zum Beispiel im Auto. Ne? Da sitze ich ganz oft drin und denke mir so, oh, jetzt wäre es eigentlich super, wenn ich meine Sonnenbrille eingepackt hätte. Deswegen standardmäßig eine im Auto platzieren, finde ich schon mal ganz gut. Du, und was du jetzt gerade machst, das hast du jetzt automatisch gemacht. Ich weiß, gerade bei Damen, das ist ja, eine Sonnenbrille ist einfach auch ein Accessoire, ein modisches Accessoire. Ja, auch wenn die Sonne nicht scheint, so wie du es jetzt im Haar hast. Genau und so. Auch das sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Ne? Ja, das Gute ist auch dadurch, dass wir keine Nasenbügel haben, bleibt die auch nicht in den Haaren hängen. Die Damen werden das kennen, ne? Dann stehe ich immer stundenlang so da und versuche die Haare irgendwie rauszukriegen aus der Brille. Das passiert hier nicht. Du, aber wenn du jetzt irgendwo rumläufst, dann kriegst du doch irgendwo vielleicht mal auf dem Jahrmarkt so eine Brille, Sonderangebot 8 Euro eine, oder? Mhm. Das ist mal ein super Preis, vielleicht auch 6 Euro. Aber zwei dieser Brillen, das ist ein Zweierset für 5 Euro, ist also außergewöhnlich günstig. Selbst auf dem Ramschmarkt kriegst du das nicht. Ja, und ich kenne diese Partybrillen, die so super günstig sind, die du so hinterhergeschmissen bekommst. Mhm. Die sind so lummelig und die sind so instabil, aber hier richtig schön gearbeitet, richtig schön stabil. Also kein Vergleich zu diesen Ramsch-Produkten, die man so und kennt. Was auch wichtig ist, ich habe gerade gespickelt auf den Zettel, UV-Schutz 400. Ja. Das heißt, die haben auch UV-Schutz. Oftmals haben so billige, ganz billige Gläser keinen UV-Schutz. Und da kannst du auch ohne Sonnenbrille rumlaufen, weil das gefährlich ist für die Augen. Ja. Aber hier UV-Schutz 400 und es passt auch uns Männern. Ingo, willst du auch mal eine aufziehen? Ja, leider haben wir hier nur drei. Und aber du bekommst gerne ab. Ja, komm, okay, das ist doch kein Problem. Na, komm, geteilte Partnerlook, Rebecca auch, kommt, zeigt euch zweimal den Partnerlook. Oh, die sieht, ich hab's ja vorhin gesagt, die trägt sich aber wirklich sehr angenehm. Die sieht echt super stylisch aus. Es sieht einfach toll aus mit einer guten Sonnenbrille. Das gehört einfach dazu. Heutzutage, ich sehe, ohne meine Brille, die Kamera ist an. Jetzt sehe ich es da. sieht doch super aus, oder? Finde ich auch. Also richtig klasse. Das Zweier-Set hier für nur 5 Euro, dürfen Sie sogar bis zu 5-mal bestellen. Ein echter Schnapper, ein toller Start total hier in die 5-Euro-Show. Also wir sehen alle sehr, sehr gut aus mit der die Brille. Die steht witzigerweise jedem, ne? Ja. Passt zu jedem Gesicht. Ich meine, Merva hat ja auch so ein schmaleres Gesicht. Aber ich ja auch. jetzt, wo du sagst. Aber ist es euch schon mal passiert, dass ihr gerade im Auto vielleicht die Sonnenbrille auf den Autositz gelegt habt, vergessen habt, draufgesessen und sie war kaputt? Ja. Das ist mir wenn das eine Brille für 40, 50 oder mehr Euro ist, dann ist das unglaublich ärgerlich. Ja. Hier hast du nur 5 Euro, nee, 2,50 Euro bezahlt und du hast gleich die Ersatzbrille. Ja. Das stimmt. Also perfekt. Sag noch die Bestellnummer, das ist die NC7913 und die 569 für dieses Zweierset. Du, ich bestelle mir das jetzt auch mal vor bei einer Hochzeit, wenn du als Gruppe zu einer Hochzeit gehst ja und bestellst jetzt 5
dieser Sets, dann stehen 10 Leute da mit diesen Sonnenbrillen. Ja, ja. Schon allein das gibt das ein ganze einmaliges Aufgebot. Bild. Ja? Nee, sieht super aus. Wie wurdest du, komm, wir buzzern mal. Wie wurdest du denn vor deiner Kirche dann oder vor der Zeremonie empfangen? Gab's da was Besonderes? Beim Rauskommen. War da was Besonderes? Naja, es gab ein paar Minuten später dann Luftballons mit Postkarten dran. Ne? Und wenn die gefunden werden, dürfen die zurückgeschickt werden. Und ich habe tatsächlich schon einige zurückbekommen. Aus? Oder echt? Woher die weiteste? Aus Quedlinburg, aus der Nähe von Berlin. Quedlinburg ist in Sachsen-Anhalt, oder? Das ist eine sehr schöne Altstadt, Quedlinburg. Ich habe Dekoration. Das ist ein Gartenzwerg, der Ihnen hinterher pfeift. Ja, sehr, sehr witzig. Schau mal, da vorne ist ein Sensor. Und den kann man einschalten. Und jetzt, wenn jemand vorbeiläuft. Ich hoffe, das ist ein süßes Gadget. Man nennt das, glaube ich, Casanova-Pfiff. Ja? Ja. Dieses. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast ihn im Eingangsbereich, das kleine Männchen ganz unscheinbar, und dann kommt deine Freundin oder die Schwiegermutter zu Besuch und dann pfeift das Kerlchen. Also ich finde den richtig, richtig knuddelig. Das Kerlchen hat übrigens auch einen Namen. Wie heißt er denn? Nein, das glaube ich nicht. Carsten? Peppi? Peppi. Oh, das macht ihn gleich noch, das macht ihn gleich noch peppiger. Der Gartenzwerg Peppi. Der ganze Gartenzwerge sind ja sowieso wieder voll im Kommen. Ja. War noch nie out. Nee. Ja. Nee, es gibt, es gibt immer irgendwelche Gärten, wo mindestens ein Gartenzwerg oder eine Familie an Gartenzwergen ist. Ich habe neulich mal gelesen, dass es in Deutschland 20 Millionen Gartenzwerge gibt. Das glaube ich so. Wow. Echt? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die alle stehen, aber 20 Millionen. Ja, das ist der Wahnsinn. Und mit dem gibt es noch einen mehr. Aber dieses Pfiff, ich finde den klasse. Du, das kannst du natürlich das ist der auch, Hammer. Ich sage jetzt mal, als Einbruchwarner kannst du den auch hinstellen. Ja. Offene Terrassentür im Sommer, das kennen wir alle, da will keiner ungebetene Gäste. Den stellst du vor die Tür. Sollte jemand kommen, dann macht sich, wie heißt der, Peppi? Peppi. Bemerkbar. Kann man auch aufhängen, hier ist ein kleines Loch, einfach einen Nagel in die Wand schlagen, dann hängen sie den auf. Und ganz besonders lustig werden ihre Gäste dann begrüßt hier mit diesem, wie sagtest du, Casanova? Casanova-Pfiff wird er, glaube ich, genannt. Also, du, aber ich, sehr schön, Merve, stellst du den bei dir zu Hause auf, am Eingangsbereich und weißt hier, oder wenn du gehst, du weißt immer, dass du gut aussiehst, weil dir ja die Männerwelt hinterher pfeift. Genau. Ist ein bisschen Selbstbestätigung auch, oder? Ja, ich finde, das könnte man auch einfach mal so, um Leute so ein bisschen auf den Arm zu nehmen, machen. Ja. Du stellst in den Garten und man kommt rein und dann so, wo kommt das jetzt her? Aber auch so ein niedliches Gesicht, der hat so hübsch gemacht hier mit der dicken Nase und den roten Diese Bäckchen. Dicken Bäckchen, ne? Sieht richtig toll aus. Also habe ich so noch nie gesehen. Gartenzwerge, klar, aber ein pfeifenden Gartenzwerg. Ich weiß es nicht. Wird wirklich, das ist eine ernsthafte Frage. Wird euch jetzt jemand hinterher pfeifen, euch zwei hübschen Mädels? Ist das eine Belästigung oder fühlt ihr euch bestätigt? Das ist jetzt eine Frage. Aber ich finde, das ist immer... Kommt auch an, wer pfeift, oder? Ich finde, das ist immer eine ganz schwierige Sache. Ja. Also lieber nicht pfeifen. Aber lieber. Wenn Peppi das macht, dann ist das eine schöne Sache. Peppi, bestellen Sie sich mit der Artikelnummer N109029 und der 569. Aber bei einem bin ich sicher, wenn der Zwerg euch nachpfeift, dann lächelt ihr. Das ist toll, beide. Ja. Das ist schön, oder? Also garantiert ein Lächeln produziert, ganz auf genau. Auf jeden Fall. Wir machen, oh, vor allem, das ist wenn schwer. Du merkst, dass Dankeschön, es nicht von Monika. Einer Menschengröße kommt, sondern irgendwo vom Boden her. Hä? Werkzeug, Ralf. Das hat sich Ralf doch letztens erst mit nach Hause genommen, ne? Richtig, ich habe ihn gekauft. Wir hatten ihn schon mal in der 5-Euro-Show. Und ich kann ja auch genau sagen, warum. Also das ist ein Tacker. Für alle Nadeln sind dabei. 600 Nadeln sind im Umfang enthalten. Wir schließen sie jetzt hier nicht Klammern ab. Und Nägel. Aber ich habe bei mir zu Hause, meine Kollegen, wir sind das ein Hasenstall gebaut. Mhm. So, und Hasen, die sind ja so, die wollen überall raus. Und ich musste den Hasenstall nochmal verstärken mit Maschendraht. Und den musste ich an Holz festmachen. Und das ist nicht einfach. Kabelbinder bieten sich da nicht an. Und da habe ich den Tacker genommen. Und das hält bombensicher. Und ist ausbruchsicher für die Hasen. Und wir haben das früher im Theater gebraucht, für den Kulissenbau. Mhm, da stimmt. Hast du nämlich keine Wände gemauert, sondern hast Holzrahmen bespannt. Und das wurde auch immer mit Tacker gemacht. Also, aber ich weiß, die haben alle mehr gekostet als 5 Euro. Ja. Ja, die kann man ganz einfach, kann man damit eben Stoff überall dran festtackern, heißt es ja auch schon richtig. Oder wenn man mal so Stühle zum Beispiel neu bepolstern will, wenn man sowas neu bepolstern, sowas hier in dem Stil, ne, macht man hier unten einfach die Tacker ran und dann hält das bombenfest. Es ist genagelt, geklemmt. Was haben wir da alles dabei, Ralf? Das steht ja auf dem Zettel. Also 600-teilige 8 mm Klammernsortiment. Mhm. Und du siehst, oben ist so eine Stellschraube. Damit kannst du die Tiefe der Klammern, also wie tief das reingeht, einstellen, ja. Aha. Und ich habe mal so eine Klammer, damit wir sehen, wie tief die wirklich sind. Damit kannst du also wirklich Polster oder Ähnliches festmachen. Was auch schön ist, das habe ich erst beim Benutzen gemerkt, du hast in der Mitte, wie so, das sieht aus wie so eine Kimme.
Käme und Korn beim Zielen. Ja? Ah. Und dort, das ist die Mitte. Und wenn du es dort aufsetzt, dann hast du das perfekte Tackerergebnis. Siehst du es hier? Da machst du das, was du tackern willst, rein. Das ist der Mittelpunkt. Und dann passt es immer perfekt. Also sowas für 5 Euro ist der Wahnsinn. Ja, es ist vor allem komplett aus Metall, TÜV geprüft. Hier ist ein TÜV-Siegel drauf. Fantastisches Werkzeug hier für nur 5 Euro. Auch das können Sie bis zu 5 Mal bestellen. Sieht super schick aus und ist natürlich super robust hier, weil es komplett aus Metall ist. Und wenn Sie auch aktuell jetzt keinen Hasenstall bauen und keine Polster renovieren oder neu beziehen wollen, holen Sie es sich trotzdem. Irgendwann kommt der Punkt, wo man es braucht und dann kann es nicht günstiger werden. Ich sage jetzt mal, für 600 Klammern zahlst du normal schon mehr als 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NC5302 und die 569 holen Sie sich dieses Werkzeug, die Erweiterung ihres Werkzeugkastens zu Hause, nach Hause, weil irgendwann werden sie es brauchen. Auch schon mal, da werden Bilderrahmen bespannt. So Leinwände, ne? Meine Mama hat damit mal Stühle bespannt, also neu gepolstert. Ja, genau, die sind Stühle. Einfach Stoff drüber und zack, rein. Das muss man ja nicht wegbringen, das kann man selber machen. Und dann sehen wir wieder neue Stühle für kleines Geld. Ja. Wir machen weiter. Oh, Preisalarm. Das bedeutet, wir haben hier ein sehr, sehr besonderes Produkt. Dieses Produkt dürfen Sie allerdings nur einmal bestellen, weil es ganz besonders stark in dieser 5-Euro-Show runter reduziert worden ist auf 5 Euro. Und das, hoppla, sorgt definitiv für Freude. Nimmt dir den Atem weg. Es nimmt mir den Atem, weil es so schön ist. Wir haben hier LED-Kerzen. Ja, das Besondere ist aber, das sind LED-Kerzen mit Echtwachs. Also es ist außenrum Echtwachs. Und dann auch noch mit dieser tollen Verzierung am Rand. Und ein Laserprojektor. Also wir haben eine Kerze, die wir einschalten können, aber zusätzlich auch noch einen Laserprojektor. Boah. Und damit kann ich also wirklich zusätzlich zu dem Kerzenschein, kann ich eben auch noch Muster an die Wand werfen. Hier sehen wir es mal im Kleinen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine richtige normale Wand, die daneben steht. Dann sieht die ganze Wand so aus. Schauen Sie sich das an. Und je weiter ich das wegmache, schauen Sie mal hier. Ja. Desto, ich halte das mal ein bisschen schräg. Also sehr, sehr beeindruckend. Desto größer wird das Muster. Ist und wenn du das Weiße vormachst, guck mal, dann wird es noch deutlicher. Oh. Hier, ja, das sehen wir jetzt. Also das ist enorm. Und du hast natürlich recht. Komm, wir gehen mal hin, dass wir da sehen, wie groß das ist. Jetzt Frage. Wir zwei, das merkt man schon, wir sind fasziniert. Wie sieht es mit den jungen Damen aus? Gefällt euch sowas auch? Ja, Licht ist immer gut und vor allem so besonderes Licht. Ne? Ja. Das ist sehr, sehr schön fürs Schlafzimmer auch. Super beruhigend. Aha, da kommt lässt die Romantikerin. So wie in fremde Galaxien entfliehen. Und du kannst ja die Kerze auch allein anmachen. Wahrscheinlich, wenn ich die Fernbedienung anschaue, in verschiedenen Farben. Merve, haben wir da alle Regenbogenfarben drin? Wir haben drin, 12 oder? Farben, genau. Wir haben Rot, Farben. Orange, Gelb, Hellpink, Dunkelpink, Violett, Dunkelgrün, Hellgrün, Türkisblau, Himmelblau, Dunkelblau und Hellblau. Was, also ist, dein Dunkelblau? Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink, absolut pink. Hellpink, dunkelpink, mittelpink, alles. Also ich muss sagen, ich stehe auf dunkelblau, das ist meine Lieblingsfarbe, aber da ist ja jeder, die Geschmäcker sind verschieden. Rebecca, deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün. Grün, grün, dann stell grün, doch mal grün ein, du hast die Fernbedienung, oder? Da haben wir sie. Machen da. Wir mal eine grüne Kerze. Du, habt ihr einmal gesehen, es gibt ja wirklich farbige Kerzen, die wirklich brennen, was die kosten. Ja. Und hier hast du alle Farben, die du willst, die brennt auch nicht runter. Du hast gesagt, das ist Echtwachs und wir haben diesen Laserprojektor. Was kostet sowas regulär? Wir schauen auf den günstigen Preis bei Pearl.de. Hier sehen wir 13 Euro und Sie kriegen es heute im Preisalarm für 5 Euro mit Fernbedienung. Ganz, ganz einfach diese tolle Laserprojektion. Wenn die bei Ihnen auf dem Tisch steht, da ist ja nun schon eine große Entfernung dann zur Decke, wird ein Sternenhimmel an Ihre Decke projiziert. Das ist diese Lasertechnologie und das ist eben das Tolle hier, dass wir hier richtig klasse Lichteffekte machen können. Also ich finde das irre, dass es sowas für 5 Euro gibt. Ja. Wir haben auch eine Timer-Funktion, also das ist ganz toll, damit man nicht immer an- und ausmachen muss. Und man kann sich zwischen 1, 2, 4, 6 oder 8 Stunden entscheiden. Man könnte das auch dann bei Kindern als Nachtlicht einsetzen. Ach, ja, das stellt man es auf eine Stunde ein, dann schlafen ja die Kleinen, dann kann man es auch ausmachen. Das muss ja aber nicht die ganze Nacht leuchten. Aber sowas für 5 Euro halte ich für einmalig. Ich sage das einfach mal wieder. Das geht nur in der 5-Euro-Überraschungsshow hier bei Pearl TV. Sie denken bitte dran, das hier ist unser heutiger Preisalarm hier in der 5-Euro-Show. Das heißt maximal eine dieser wirklich sensationell schönen Kerzen pro Besteller. Genau, pro Besteller sage ich jetzt nochmal die Bestellnummer. Das ist die NX9598 und die 569. Also, immer schön. Immer schön. Also ja, Licht ist immer toll. Licht ist immer schön. Kann man nie genug haben, finde ich.
Und das ist eben was ganz Besonderes aus mehreren Aspekten heraus gesehen. Ne? Einmal das echte Wachs, dann noch diese Verzierung, dann noch mit dem Laser und dann noch mit dem bunten Kerzenschein. Und dann noch mit der Fernbedienung. Und dann das Wichtigste. Und dann noch für 5 Euro. Also Wasser, jetzt ist aber gar nicht mehr aufzuschwärmen. Also ich merke schon, hier Rebeccas Lieblingsprodukt hat sie, glaube ich, gerade entdeckt. Mal gucken, wenn Sie was noch so kommt. Ihr Lieblingsprodukt sehen, bitte gleich ans Telefon, bevor Ihnen all die anderen die tollen Schnäppchen wegschnappen. Und wir machen weiter mit. Das finde ich super praktisch für jeden Autofahrer. Es sind Taschen fürs Auto, glaube ich. Für die Autofahrer. Und bei mir ist es gerade so, ich habe Altglas in der Tüte in meinen Kofferraum gepackt und die fliegt die ganze Zeit durch den ganzen Kofferraum. Bei den Kurven immer schön. Ja, genau. Also wir haben es gerade gesehen, wenn es zusammengefaltet ist, braucht das überhaupt keinen Platz. Aber wenn du eben mal ein Transportmittel brauchst oder etwas sicher im Kofferraum transportieren willst oder auch nur die Einkäufe verstauen willst, dann klappst du es auseinander. Mhm. Oh, guck mal, diese Situation, die hast du gerade geschildert, richtig, oder? Nur deine Flaschen waren leer, sagst du. Mhm, ja? Zum Glück. Also, aber ganz egal, wenn irgendwas im Kofferraum hin und her fliegt, das nervt einen unglaublich beim Autofahren. Ja. Und hier kannst du das eben wunderbar organisieren. Ja? Und also ich glaube, in einem normalen Kofferraum, da würden auch 2, 3 reinpassen, da hast du 100% Ordnung. Ich habe Öl, ich habe Waschflüssigkeit, ich glaube, ich habe sogar noch meine Schneeketten im Kofferraum. Du weißt aber schon, dass wir Mitte Juni haben. Na, hier kann man die Schneewahrscheinlichkeit Mitte Juni. Aber wenn ich sie jetzt nicht rausnehme, weiß ich, dass ich sie im Auto habe, wenn ich sie dann im November brauche. Das ist auch eine Logik, ja. Ne? Du, ich hatte auch mal Öl im Kofferraum, das ist mir dann auch umgefallen, natürlich. Und ich hatte noch eine Jacke im Kofferraum und mir ist das Öl ausgelaufen und die Jacke war ruiniert. Ärgerlich. Das ist ganz schrecklich. Aber mir ist meine Flasche Bier gefroren und im Kofferraum aufgeplatzt. Das war schlimm. Das riecht auch lecker. Ja, das ist also wirklich, das ganze Bier war weg. Furchtbar. Oh. Aber ich finde, das ist aber so ein Must-Have. Egal, ob man jetzt Leergut hat oder volles Gut, einfach auch für den Einkauf. Oder für ich habe zum Beispiel immer Wischtücher im Auto hinten und Lappen und alles. Das kann man sich alles hier reinsortieren. Für den Einkauf finde ich natürlich diese Träger noch schön, dass man das bequem dann tragen kann. Und heutzutage sind wir ja, ich glaube, die allermeisten von diesen Einweg-Transportmitteln abgekommen. Mhm. Also ich habe auch immer etwas dabei, aber den hier finde ich eben schön, dass man diese Tasche oder diesen Organizer so klein zusammenfalten kann, wenn man ihn mal nicht braucht, der nimmt keinen Platz weg und hat aber dann genügend Platz, um auch einen Großeinkauf zu transportieren. Genau, nämlich genau genommen 17,7 Liter je Fach. Also das nochmal mal 2 sind 14 Liter. 35. Genau. Fast. 46, oder? 17,7 mal 2 gibt es. Ich habe verstanden, 7 Liter. Dann 35 Liter Bier, Ingo. Und schön auch die seitlichen Netztaschen, die wir auch noch an der Seite haben. 4 Stück an der Zahl. Und das bestellen Sie sich nach Hause mit der NX7524 und der 569. Können Sie dann natürlich gerne selbstverständlich auch mehrfach hier bestellen. Ja, tolle Produkte. Also das ist, glaube ich, mein Lieblingsprodukt bis jetzt. Aber die Show ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Schnäppchen für Sie. Mal sehen, was es als nächstes gibt. Dankeschön, Monika. Ach, die sind ja toll. Das sind diese Anti-Rutsch-Gel-Pads. Und zwar, können wir gleich sagen, ist ein Viererset. Ein Viererset. Für Smartphone und Tablet-PC. Die kleben selbst, also selbstklebend auf nahezu jedem Untergrund. Wir haben das mehrfach schon probiert. Auf Fliesen, auf Möbeln, auf sogar Raufasertapeten, auf Armaturenbrettern, die strukturiert sind. Und was auch schön ist, jetzt kannst du hier das Handy, Tablet, du kannst Regale festmachen, aber es ist rückstandslos auch wieder zu entfernen. Rückstandslos zu entfernen. Das ist so ein ganz spezielles Gel, was eben sehr klebrig ist. Aber das, schauen Sie mal, wenn ich das abziehe, ist einfach abzuziehen, keine Rückstände. Und wenn es dann mal. Es fühlt sich ja auch nicht klebrig an, ne? Überhaupt nicht, ne? Und guck mal hier, wir haben hier richtig, gerade für ein Handy ist das natürlich optimal. Es gibt ja kaum vernünftige Handyhalterungen fürs Auto. Wenn die vorm Lüfter sind, dann wird das Handy immer ganz heiß oder ganz kalt, je nachdem, ob wir im Sommer oder im Winter sind. Und wenn die an so einem Arm sind, dann schwingt das immer so. Oder wenn wir es auf einem Armaturenbrett legen, dann rutscht es natürlich immer hin und her. Hiermit nicht mehr. Das ist also die ideale Halterung für Ihr Handy. Übrigens, wir haben ja 2x2 von diesen Pads. Mhm. Und die etwas längeren, die haben in der Mitte eine Metallschiene. Aha. Ja, und die sind dreigeteilt. Das heißt, da kannst du mit wenigen Handgriffen auch
gerne einen Handyständer oder einen Tabletständer draus machen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Übrigens, irgendwann lässt die Klebfähigkeit nach. Ja. Die holst du dir wieder zurück, indem du die einfach unter warmem Wasser wieder abspülst. Dann sind sie wieder wie am ersten Tag. Also die sind immer wieder neu verwendbar. Und man holt sich das einmal und dann hat man so ein Viererset für 5 Euro von diesen Universal-Halte-Pads. Das ist natürlich schon enorm. Die halten richtig fest. Da können Sie Sachen an die Wand machen, ohne dass es da irgendwelche Rückstände gibt. In der Küche, an Fliesen, aber sogar an Tapeten halten die. Und da können Sie dann eben Sachen an die Wand machen. Der Autoschlüssel, alles, was man so sonst rumliegen hat, wird hier eben sicher untergebracht. Und im Auto natürlich ganz besonders gut, weil da nichts mehr hin und her fliegt und nicht mehr verrutscht hier. Fantastisches Produkt hier. Also super. Wie aus dem 22. Jahrhundert, möchte ich mal sagen. Merbe, kocht ihr nach Rezept? Ich kann nur nach Rezept kochen. Und wenn du das am Tablet machst und hast es nebendran liegen, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Mach's doch hinten an die Fliesen, das hält dann bombensicher. Das ist eine gute Idee. Und das geht damit auch. Die Bestellnummer für das Viererset an die Rutschpads ist die NX4169 und die 569. Und nicht nur Anti-Rutschpads, jetzt sehen wir auch Handy- oder Tabletständer. Ebenso zwei dieser vier kann man auch so verwenden. Aber das eine schließt immer das andere nicht aus. Man kann auch diese faltbaren genauso als Haltepads auf nahezu allen Untergründen anwenden. Ja. Und Sie können es mehrfach bestellen, also können Sie da bis zu 20 Stück von haben. Bis zu 5-mal das Vierer-Set hier für nur 5 Euro. Jetzt kriege ich mal den Umschlag. Ich weiß es eher. Eine Micro-SD-Karte. Oh, kann man eine Micro-SD-Karte. Und zwar eine riesengroße. Also jetzt kann ich jedem nur sagen, der irgendwelche Sendungen von uns angeschaut hat, mit Produkten, wo man Micro-SD-Karten braucht. Wir haben die oft aktuell, auch heute schon in der Sendung. Und da kostet genau diese Karte 8,54 Euro. Und das ist schon ein unglaublich günstiger Preis. Mhm. Aber jetzt für 5 Euro schlagen Sie zu. Weil das ist natürlich das Speichermedium der Gegenwart und der Zukunft. Das kann man jetzt schon sagen. Und es gibt so viele Geräte, die heutzutage Speichermedien brauchen. Merve, sag mir mal ein paar Geräte, wo man Micro-SD-Karten braucht. Kamera. Laptop. Laptop vielleicht unter Umständen. Kann man reinstecken. Aber Videokamera. Sprachübersetzer, genau. E-Book-Reader. Genau. Ja, Dashcams, alle Actioncams heutzutage. Ja. Musikanlagen, oftmals auch gefüttert. Kopfhörer. Genau. Ja, natürlich unsere Nachtsichtgeräte, unsere Überwachungskameras. Alles braucht Micro-SD-Karten. Und hier ist auch wichtig, das ist eine moderne. Das sehen wir am UHS-1 hier, also Class 10. Und die ist auch in der Lage, Full-HD-Video Videos zu verarbeiten. Da geht es um Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Also ich kann nur sagen, wer sich so eine schon mal ausgeguckt hat, jetzt ruhig noch eine zweite bestellen, weil günstiger als 5 Euro kann das nicht mehr werden. Ich finde ja den Adapter auch genial, ne? Dass ich nicht nur die Micro-SD-Karte habe, sondern auch das entsprechend vergrößern kann auf eine SD-Karte, weil du hattest ja gerade mehr über die Laptops angesprochen, genau, die so einen Micro-SD-Karten-Slot meistens nicht haben, sondern nur SD. Richtig. Das meint das ist perfekt. Muss man sonst immer ein Kartenlesegerät noch extra dazu holen. Der Manuel aus Rüsselsheim schreibt, wenn jemand Kopter fliegt und eine stabil laufende Micro-SD-Karte sucht, ist er damit gut bedient. Ich hatte mir schon teurere Karten gekauft, die nicht annähernd in der Qualität an diese herankamen. Das ist halt dieses Class 10 und dass es eine Markenkarte ist. Da können Sie sich drauf verlassen. Die schafft es dann eben auch, große Datenmenge schnell zu speichern. Die Geschwindigkeit ist eben hier wichtig und sie ist nochmal sehr robust, auch nicht so temperaturstark. Anfällig. Das ist eine richtig gute Karte, die Sie hier für 5 Euro abstauben können. 5 Euro und das sogar bis zu 5-mal. Das ist ja kein Preisalarm. Ja, und jetzt nochmal, es ist aus unserem aktuellen Programm. Ja. Da kostet sie sehr günstige 8,54 Euro. Ja? Und jetzt kriegst du sie für 5 Euro, also 2 für 10 Euro. Ja. Mehr Geld sparen kann man doch gar nicht. Ich habe neulich mal in so einem Supermarkt, in einem Elektro-Supermarkt, da gibt es doch an der Kasse oftmals die Wühltische, wo du sparen kannst. Und da war ein super Sonderangebot mit 9 Euro für eine 32 Gigabyte Karte. Aber die war nicht Class 10. Ja? Ja. Da habe ich gleich zweimal hingeschaut und gedacht, nee, wenn ich Full-HD-Videos machen will, geht die Karte nicht. Ja. Die geht für alles, was gängig ist, egal ob als SD oder Micro-SD-Karte. Holen Sie sich am besten gleich mehrere davon. Ja, vielleicht haben Sie eine Kamera und machen Videos damit und stellen fest, das ruckelt immer in höchster Auflösung oder ist so verpixelt. Mit der Karte ist das unwahrscheinlich, dass das passiert, weil die eben sehr schnell liest und schreibt. Wahrscheinlich hat Ihre Karte diese Fähigkeit nicht. Die Bestellnummer ist die PX9965 und die 569.
denken Sie an die 569 am Ende für den TV-Sonderpreis. Wenn Sie was sehen, rufen Sie am besten sofort an. Sie können so oft anrufen, wie Sie wollen, unsere gebührenfreie Telefonnummer. Wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Die würde ich mir also auch bis zu 5-mal bestellen, weil das kann man immer brauchen und der Preis ist einfach Weltklasse hier bei unserer Micro-SD-Karte Class 10. Also das ist einer unserer Bestseller im aktuellen Programm, weil die braucht man halt immer wieder. Und auch sowas reduzieren wir auf 5 Euro herunter. Für mich unglaublich. Und Ingo kann es kaum erwarten. Übrigens, ich höre gerade, der Preisalarm ist schon die Nachfrage riesengroß nach unserer Projektionskerze. Kein Wunder, ein absolutes Highlight. Aber auch alle anderen Produkte werden recht schnell ausverkauft sein. Rebecca lacht. Ja, was Rebecca haben wir da drin? Wir haben direkt vor der Sendung drüber gesprochen haben. Wir vier. Du warst nicht dabei, ich weiß nicht. Ingo und ich, wir hatten über das tolle Massageerlebnis gesprochen, das wir uns gerade jetzt gewünscht hätten. Ich und darf. Siehe ja, da, wir haben es jetzt bekommen. Ja, das ist unser Massage, wie nennt man das? Massageball. Ein Mini-Vibrationsmassagegerät. Ein Mini-Vibrationsmassagegerät. Und das fühlt sich einfach toll an. Das liegt super in der Hand. Ingo, du musst das Produkt nicht erklären. Schau mal aufs Gesicht von Merle. Sie fängt jetzt gleich an zu schnurren wie eine Katze. Ja. Und das kommt nicht wegen mir oder meiner Anwesenheit. Nein, wegen dieses kleinen Geräts. Ja, ich mache ja schon weiter. Danke. Muss nicht motzen. Entspann dich. Ja. Kann ich, jetzt überlegen Sie mal, liebe Herren, Sie verwöhnen mal Ihre Frau abends auf dem Sofa, so ganz überraschend, mit so einer kleinen Massagekugel. Die wird Ihnen, wie sagt man so schön, aus der Hand fressen. Ja. Ja, du wirst richtig zahm, oder? Ja, ich werde total zahm. Das ist ein Tipp von mir. Also, nein, aber man kann sich natürlich auch selber ein bisschen damit verwöhnen. Und ich denke, probier es mal an den Oberschenkeln oder Waden, da ist das auch sehr, sehr angenehm. Ja. Oder an den Fußsohlen. Sie ist jetzt ein bisschen verwirrt, habe ich so das Gefühl. Also ich finde, weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Nein, Merve ist bereits im Wellness-Wunderland. Das ist halt, das ist eben hier eine ein Massagegerät für Sie zu Hause, was Sie wirklich ganz einfach selber benutzen können, für sich oder Ihren Partner. Damit schafft man eben diese Erholung. Ja, ich habe Wellness-Wunderland gesagt, weil es ist wirklich, du kennst das, ne? Wenn man mal eine Massage kriegt, dann ist man irgendwie so, ist man so in einer anderen Welt und vergisst alles um sich rum. Deswegen Wellness Wunderland. Das können Sie sich selber holen. An den Füßen, an den Fußsohlen. Ja. Ich wäre kitzelig da, muss jetzt ich auch mal sagen. Ingo, jetzt habe ich gerade die Herren angesprochen, aber auch mal die Damen ansprechen, die ja wirklich von ihrem Partner wahrscheinlich immer mal gern massiert werden würden. Aber es gibt halt auch Männer, die sind da nicht so ganz arg talentiert, um das vorsichtig auszudrücken. Ja. Und da kommt auch der untalentierteste Masseur oder Nicht-Masseur, Ehemann, kommt hier natürlich hin, um das zu machen. Merve, dürfen wir mitlachen? Nein, komm her, ich mach weiter. Komm, ja, alles wird gut. Entspannt. Also es macht wirklich alle glücklich, dieses tolle Massagegerät hier. Sagst du uns noch die Bestellnummer, Merle? Die sage ich sehr gerne. Das ist die NX9299 und die 569. Können Sie bis zu 5-mal bestellen. Unser toller Massage. Wie nennt man? Was würdest du sagen? Massagegerät finde ich ein bisschen doof. Massagekugel? Ja, Massage-UFO. Massage-UFO. Sieht ja ein bisschen spacig aus. Liegt super in der Hand. Da können Sie auch richtig Druck machen. Hier bis zu 5-mal können Sie es bestellen. Das war sie auch schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Kommt jeden Tag um 17 Uhr. Schalten Sie wieder ein. Um 19 Uhr haben wir immer unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Auch tolle Produkte. Die kosten dann 10 Euro und auch super runtergesetzt. Schnäppchen kriegen Sie bei uns wie sonst nirgendwo. Viel Spaß mit unseren Sendungen noch für den Rest des Abends und gehen Sie schnell ans Telefon. Unsere Artikel sind relativ schnell weg immer.